Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Walter Schönichen. Das Maiglöckchen. Das Maiglöckchen durchzieht den Boden mit einem bindfadenstarken, von häutigen Niederblättern umgebenen Wurzelstock, der meist gerade auf der Grenzschicht zwischen dem erdigen Untergrund und dem Mullboden verläuft. Jedes Jahr verlängert sich diese mehrfach verzweigte Grundachse um etwa 25 bis 30 Zentimeter. An der Spitze ihrer Verzweigungen bilden sich im Herbst Seitentriebe mit einigen schneidigen Niederblättern und zwei bis drei Laubblättern, die dann im April an die Oberfläche treiben. Die großen, längs geäderten Laubblätter haben einen elliptischen Umriss und sind an ihrem freien Ende zugespitzt. Zwischen den beiden Laubblättern erhebt sich der blütentragende Schaft, der allerdings nicht regelmäßig, alljährlich zur Entwicklung kommt. In seinem oberen Abschnitt entspringen ihm eine Anzahl kleiner, häutiger Blättchen, in deren Achseln die Blütenstiele hervortreten. Die 3 bis 10 leuchtweißenden Blüten sind sämtlich nach derselben Richtung gewendet. Die einzelne Blüte hat die Gestalt eines hängenden, fast halbkugeligen Glöckchens. Ihr Saum zeigt 6 Zacken. Im Innern birgt sie 6 Staubblätter und den Stempel mit seinem kugelförmigen Fruchtknoten. Sie ist honiglos, aber sehr wohlriechend. Im Sommer reifen die Blüten zu scharlachroten Beeren heran, deren Samen durch Vögel, besonders durch Drosseln, verbreitet werden. Die Blütezeit dauert von April bis Mai.